Alex Dings, mein Name von der All for One. Ja, bin Solution Architect, bin inzwischen auch schon eine zweistellige Anzahl an Jahren im Thema SharePoint Office 365 unterwegs und ja, bin heute mal mit was Neuem dabei. Freue mich. Ich bin im gleichen Team wie der Alexander, auch Solution Architect bei der All for One. Bin seit ungefähr dem Jahr 2000 mit dem SharePoint-Thema behaftet und begleite es immer mal wieder, und freue mich auf die neuen Technologien, die da drin immer wieder auftauchen. Jawohl, ja, heute wie gesagt, neues Thema SharePoint Syntax. Seit ein paar Wochen so in aller Munde. Der eine oder andere heute aus der Speakerrunde hat sich mit dem Thema ja auch schon beschäftigt. Und genau, wir wollen heute mal zeigen, wie so ja, der Einstieg der künstlichen Intelligenz im Rahmen von SharePoint mehr auf der Frontend-Seite jetzt glücklicherweise denn so aussieht. Ich denke, zum Einstieg brauchen wir nicht mehr viel sagen. Wie gesagt, Max und ich haben ja gerade schon mal Hallo gesagt. Beide, wie gesagt, bei der All for One im Team New Work. Und schon zusammen einiges an SharePoint-Erfahrung. Gehen wir doch mal Richtung dem, was wir heute wirklich mal zeigen wollen. Ein Einstieg wollen wir so ein bisschen machen mit dem ganzen Thema Wissensmanagement, weil das ist so ein bisschen das große Überthema, mit dem das ganze Thema ja, SharePoint-Syntax auch so ein bisschen verheiratet ist. Dann wollen wir natürlich mal so ein bisschen einen Einblick geben, was ist das eigentlich am Ende des Tages, diese Syntax, wofür kann ich das verwenden, was ist da das Tolle dran? Und dann haben wir natürlich auch einen kleinen Showcase mitgebracht, wo wir einfach mal heute an so einem Beispiel zeigen wollen aus dem Bereich Gefahrgut, Transport, Lagerung, Klassifizierung, wie sowas also auch einen ganz schnellen und sehr sinnigen Einstieg in die reale Welt finden kann. Also es ist gar nichts, was groß erstmal ausgetestet werden muss, sondern wo auch wir schon reale Beispiele dafür haben. Und dann, ja, geben wir einfach noch mal ein paar Empfehlungen, wie auch wir so den Einstieg sehr gut und sehr schnell gefunden haben. Und dann, ja, können wir auch schon in die Fragerunde starten. So wäre mal unser Plan. Ja, Thema Wissensmanagement. Ich habe schon gesagt, so ein bisschen der Einstieg. Ich denke, im SharePoint bzw. in Office 365 ist das für uns ja gar nicht so die große Neuerung, dass man sagt, okay, viele Projekte bei uns sind ja gar nicht mehr so technisch. Ich denke, wir im Bereich SharePoint waren schon immer so ein bisschen das Bindeglied zwischen verschiedenen Bereichen, zwischen verschiedenen ja, Themenfelder, die jetzt nicht rein Technik waren, sondern wir haben schon immer an Prozessen rumgeschraubt. Wir haben schon immer versucht, mit dem SharePoint Organisationsstrukturen abzubilden. Haben versucht, da Kommunikation drüber zu fahren. Und ja, das ist eigentlich so unser Brot- und Buttergeschäft die letzten Jahre. Auch wir machen das. Auch wir haben da so ein bisschen unser Vorgehen die letzten Jahre und Jahrzehnte drauf aufgebaut. Wir haben jetzt hier die Form eines Transformation Model Canvas, also wo wir uns denken, so ist es sinnig, in das ganze Thema einzusteigen. Und da ist eben dieser Punkt Wissensstrategie. Also wie komme ich zu Daten und wie kriege ich wirklich auch einen Nutzen aus diesen Daten raus? Wie entsteht das so alles? Das versuchen wir halt darüber zu machen, dass man mit dem SharePoint und allem, was Office 365, Microsoft 365 uns bietet, die Basis haben, um dann oben aufzusetzen und zu sagen, genau diesen Punkt Kultur, Prozess, Daten, das wollen wir vorantreiben. Und da kommt uns SharePoint Syntax an der Stelle auch eben sehr gelegen, weil es eben so ein bisschen, ja, dieses fehlende Automatisierungsbindeglied ein bisschen, ja, glaube ich, sehr gut aufhebeln könnte, dieses Bindeglied einfach schaffen könnte, um zu sagen, ich habe nicht nur Content, der in irgendeiner Art und Weise in Office 365 liegt, der da auch geschützt ist, den der Endanwender irgendwie über das Thema ja, Office 365 zugreift als Frontend und da genau in der Lücke dazwischen, da versucht Microsoft jetzt mit Syntax reinzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt eigentlich so das Spiel, wo wir wirklich nochmal einen Mehrwert bringen können und wo wir auch sagen, ja, das kann gut sein, das ist jetzt nichts, was User Adoption bedingt, aber was unserer Meinung nach da auch einfach ein bisschen dem User ein, zwei Schritte abnehmen kann und damit dann am Ende des Tages vielleicht auch wieder auf die User Adoption des Ganzen einzahlt. Also man sieht, Microsoft adressiert da schon ein, ja, doch recht wichtiges Bindeglied, was da einfach die letzten Jahre sich ergeben hat. Ja, was ist SharePoint Syntax jetzt am Ende des Tages wirklich? Das ist ja, eigentlich an der Stelle ganz einfach erklärt. Die Frage, die sich eigentlich vorneweg ja immer stellt, ist, wofür brauche ich das Ganze überhaupt? Und da geht es eigentlich in erster Linie wirklich mal darum zu sagen, okay, Microsoft versucht uns damit die Möglichkeit zu geben, aus Informationen oder aus Daten Informationen zu schöpfen. Das ist ja so ein Mantra, dem man ja sehr oft mit dem SharePoint versucht beizukommen. Aber hier geht es jetzt wirklich mal darum zu versuchen, all diese modernen ja, Informationen, die in verschiedensten Formen auftreten, also sei es Video, sei es ja, ganz klassisch Text oder jetzt auch Informationen, die einfach innerhalb von Prozessen entstehen, besser zusammenzubringen, dann einen Automatismus und eine stärkere Verknüpfung reinzubringen. Und das ist, glaube ich, auch das, ja, wofür es am Ende des Tages gedacht ist, nämlich genau zu sagen, okay, das sind die Möglichkeiten, die es gefehlt hat. Wir alle kennen, wenn wir uns im SharePoint-Umfeld bewegen,
verschiedenste Möglichkeiten. Man kann seit 2007, alle spätestens seit 2010, Informationen aus Word-Dokumenten direkt in SharePoint-Bibliotheken verlinken mit Feldern. Das ist aber einfach nur am Ende des Tages für den Anwender nicht so umgangsfreundlich. Das ist nicht so nutzbar. Das heißt, der Endanwender hat da immer so einen kleinen Hemmschuh. Der wird da ein bisschen dazu gezwungen, das zu tun. Häufig, wenn man das über ganze Unternehmen hinweg ausrollt, dann haben wir natürlich auch das Problem, dass da verschiedenste Leute mit verschiedenstem Verständnis von wichtigen oder unwichtigen Informationen unterwegs sind. Das heißt, ich tue mich da schon schwer nachzuvollziehen, was hat denn der Kollege als nutzbar empfunden und empfinde ich das auch so und erinnere ich mich da überhaupt noch dran. Und genau in diese Lücke soll Syntax eigentlich so ein bisschen reinschlagen. Und ich denke, das ist auch was, was die letzten Jahre auch sehr, sehr stark adressiert wird, was auch die Kollegen jetzt hier zum Beispiel im Fall von der Soprasteria auch wieder dieses Jahr herausgefunden haben, dass das einfach mit zu einem dieser Kernthemen der nächsten Jahre gehört. Also dass es wirklich sagt, okay, mit diesem Hype, den KI die letzten Jahre einfach auch erlebt, muss man jetzt eben auch einfach gucken, wie schaffen wir es wirklich, diesen Mehrwert zu holen und aus unseren Daten am Ende des Tages wirklich auch mal einen Wert zu schöpfen, damit die nicht nur da liegen und Speicherplatz kosten, sondern wirklich am Ende des Tages auch einen messbaren und spürbaren Nutzen für den Endanwender am Ende des Tages wirklich schaffen. Und ich denke, SharePoint hat das schon immer so ein bisschen versucht. Wir versuchen das bei ganz vielen Kunden, wenn wir Migrationen machen, Metadaten auszulesen, die Daten gleich beim in den SharePoint bringen oder auf eine neue Version zu bringen, damit anzureichern. Und das ist zum Beispiel auch ein Fall, wo wir ganz, ganz großes Potenzial drin sehen. Also sagen, genau in so einem Fall kann uns eigentlich SharePoint Syntax sehr, sehr gut unterstützen. Ja, dieses Thema SharePoint Syntax, bevor wir dazu kommen, was es wirklich am Ende des Tages ist, weil es ist eigentlich sehr, sehr einfach und schnell erklärt. Nochmal ganz kurz so ein bisschen zum Hintergrund, woher kommt das Ganze eigentlich? Ich denke, vielen sagt das Project Cortex im Bereich Microsoft-Technologie was, was ja die letzten Jahre auch schon stark von der Microsoft vorangetrieben wird, wo es einfach darum geht, okay, unterhalb dieser Frontend-Schicht, alles, was Microsoft 365 abbildet, alles, was die Office-Produkte abbilden, alles, was einem die Microsoft-Suche inzwischen ermöglicht, da unten drunter einfach noch eine weitere Schicht zu haben und zu sagen, wie bekomme ich diese Daten nicht nur standardisiert an den Nutzer ausgeliefert, damit er immer an der Stelle, wo er ist, auch den entsprechenden Content regelrecht präsentiert bekommt, sondern dass es eben auch die Daten in der Qualität sind und in einem nutzbaren Format sind, die er am Ende des Tages braucht. Und das ist ja so ein bisschen das, womit sich die Microsoft mit dem Project Cortex eben verschrieben hat. Und SharePoint Syntax ist da jetzt raus eben eins der neuen Produkte, die daraus entstanden sind. Und was es eigentlich am Ende des Tages tut, ist sehr einfach erklärt. Es hilft uns, Informationen und Daten, die diese Daten, diese Informationen bedingen, zu finden, eben in Dokumenten, in Daten, die zu klassifizieren, automatisiert und eben auch für den Endanwender nutzbar zu machen. Also sprich, ganz einfacher Anwendungsfall, wo ich früher einen Ordner gebraucht habe, mich da durchgeblättert habe, die Dateien vielleicht sogar schon im SharePoint hatte, hilft mir heute, diese Suche wirklich schnell und einfach zu machen. Und wie macht er das? Eben mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Das sehen wir jetzt dann auch gleich in dem Beispiel mal, wie das zum Tragen kommt am Ende des Tages. Aber mehr ist es bei SharePoint Syntax eigentlich gar nicht. Ich mache mir als Endanwender, und das ist eigentlich der spannendste Punkt an der ganzen Geschichte, dass hier wirklich der Endanwender mit SharePoint Syntax adressiert wird, nicht der Entwickler, der ganz tolle Datenmodelle in Azure bauen kann, der tolle AI-Modelle baut und die dann hinterher trainiert, sondern das ist jetzt wirklich was, was einfach und verständlich für den Endanwender ist und wofür AI wirklich runtergebrochen ganz einfach verständlich für den Endanwender in Syntax umgesetzt ist. Das Ganze ist nicht das erste AI-Produkt aus der Microsoft-Produktschmiede. Da gibt es schon einiges. Viele kennen die Tierfunktionalitäten, kennen die Produkt-, die Designideen aus Produkten wie PowerPoint, kennen die Texterkennung. Ich diktiere heute meine E-Mails nur noch und genau aus diesem ganzen Schlag kommt eben auch SharePoint Syntax. Sprich, also Microsoft treibt diesen ganzen AI-Stand jetzt auch ganz stark mit dem Fokus der Endanwender eben voran und versucht damit ganz klar zu sagen, hey, wir sind jetzt an der Stelle, wo AI wirklich auch für den Endanwender nutzbar wird. Und das Ganze wollen wir jetzt dann eben an der Stelle auch mal in einem kleinen Showcase zeigen. Wie gesagt, Thema Dokumentenklassifizierung für Gefahrgut. Und da übergebe ich jetzt dann an der Stelle mal an Markus. Ja, dann würde ich gern übernehmen und ich denke mir, das ist ein sehr allgemeines Thema. Das heißt, jeder, der mit Chemikalien im täglichen Leben umgeht, entweder als jemand, der den Grundstoff einer Chemikalie verarbeitet oder jemand, der letztendlich in irgendeiner Art und Weise etwas lagert, muss relativ schnell, in dem Fall, wenn etwas passiert, wie zum Beispiel ein Feuer,
was dann zum Tragen kommen könnte, wissen, wie gehe ich mit diesem Grundstoff um, wie darf ich den löschen, was könnte passieren, ist das Ding ätzend, ist es gefährlich, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, etc. etc. Dafür gibt es eine ganz einfache Grundlage, das sind die sogenannten Sicherheitsdatenblätter. Die kommen mit jedem Grundstoff, mit jedem Produkt im Endeffekt mit und es muss jeder für sich dann aufheben, aufhalten, bereitlegen, dass im Gefahrenfall dann diese Information zur Verfügung steht. Diese Information, so ein Sicherheitsdatenblatt, hat dann gut mal 10, 15 Seiten, wenn dann alle Informationen sauber gepflegt sind. Da wird regelmäßig auch aktualisiert, sieht man jetzt hier in dem Datenblatt. Das ist erstellt worden, 2018 ist zumindest mal für 2020 auch schon wieder aktualisiert worden. Bedeutet, im Schadensfall, wenn was passiert, muss jetzt derjenige, der ans Löschen gehen möchte, sehr, sehr schnell an die richtigen Informationen drankommen. Und genau das ist das Grundproblem, das man hier hat. Er möchte nicht 20 Seiten durchblättern und die richtigen Stellen finden, sondern möchte es mit einem Blick haben. Das ist dann praktisch hier die Ausgangssituation. So. Wie gehen wir daran? Wir haben es jetzt mit SharePoint Syntex letztendlich adressiert. Das heißt, was brauchen Sie, wenn Sie es aufsetzen wollen? Sie brauchen einen entsprechenden E3-Plan, Sie brauchen einen E5-Plan, brauchen Power Apps Plan 2, muss im Tenant aktiviert sein. Und dann kann Syntex als Add-on dazu gebucht werden. Es entstehen nochmal monatliche Kosten dann pro User, der hier lizenziert werden muss. Und dann wird die Lizenz entsprechend dem Benutzer zugeordnet. Hat man das getan, kann man schon in die Praxis umsteigen. Das heißt, es geht jetzt darum, ein Modell aufzubauen, wie ein bestimmter Dokumententyp erkannt werden kann. Dazu braucht man im SharePoint einen Content-Bereich, wo dann sozusagen die ganze Training stattfindet. Man zieht sich dann Beispieldokumente, wobei es wichtig ist, werden wir gleich sehen, man zieht sich nicht nur Beispieldokumente für Sicherheitsdatenblätter, sondern man gibt im Endeffekt auch Beispiele, wie Sicherheitsdatenblätter nicht aussehen. Das heißt, genau die gegenteiligen Dokumente, dass man positiv und negative Beispiele hat. Dann geht man über das Tool rein, identifiziert Stellen im Text, die man rausziehen möchte, trainiert das System damit und wirft dann möglichst viele oder stellt möglichst viele Trainingsdokumente entsprechend zur Verfügung und lässt die durchlaufen, bekommt aber auch sehr schnell dann eine Mitteilung vom System, wie die Erkennungsrate gerade ist, ob man nachschärfen muss, etc. Das heißt, wenn wir jetzt die einzelnen Schritte durchgehen, erster Schritt ist auf dem Office 365 Administrationsbereich heraus. Man setzt letztendlich das Content Center auf und legt fest, wo das abgespeichert wird. Das Content Center wird dann letztendlich die Plattform, auf der ich zum einen die Modelle entwerfe, wo ich die Trainingsfiles zur Verfügung stelle und wo ich dann auch letztendlich die Regeln definiere, wie die auf diese Dokumente angewandt werden. Das heißt, im ersten Schritt gehe ich jetzt und addiere oder lege neue Dateien im Content Center an. So, wir haben dort ja schon das Beispiel der Sicherheitsdatenblätter gehabt. Bei den Sicherheitsdatenblättern, ich habe es jetzt hier nochmal ein bisschen rausgehoben, sind auf den unterschiedlichsten Seiten wichtige Informationen drauf, die ich sozusagen dann dem Mitarbeiter an die Hand geben muss, wenn im Schadensfall irgendetwas wäre. Das heißt, ich habe hier die Notrufnummer, ich habe auf einer anderen Seite die Gefahrenhinweise und ich habe auch geeignete Löschmittel, beziehungsweise was wir jetzt nicht rausgearbeitet haben, wir hätten genauso gut auch nochmal die ungeeigneten, was ja vielleicht auch nochmal ganz wichtige Information ist, dass ich zum Beispiel nicht mit Wasser im Vollstrahl das Mittel löschen darf, wenn es brennt. Genau, wenn wir das haben, laden wir die entsprechenden Dokumente in die Bibliothek hoch. Wie gesagt, wir nehmen sowohl positive Beispiele als auch Beispiele, die nicht zutreffen. Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch den Assistenten. Und wie man jetzt rechts oben sieht, gehe ich bei jedem Dokument letztendlich hin und sage, das ist ein typisches Beispiel für das, was ich hier erarbeiten möchte. Oder ich klassifiziere das Dokument entsprechend als negativ. Das heißt, es ist für den Fall kein Beispiel. Danach würden die Dokumente gescannt und ich bekomme letztendlich schon mal den ersten Hinweis an der Stelle, wo ich stehe.
Im nächsten Schritt gehe ich dann entsprechend durch, schaue mir nochmal an, habe ich ausreichend Dokumente. Wie gesagt, unsere Empfehlung an der Stelle, viele, viele Trainingsdokumente heranzuziehen, die dann auch den entsprechend einheitlichen Überblick bringen. Microsoft selber sagt, 5 positive Beispiele, 5 negative Beispiele sind ausreichend. Unsere Erfahrung ist, je mehr Beispiele ich mache, auch gerade weil ich unterschiedliche Daten, Sicherheitsdatenblätter habe von unterschiedlichen Herstellern, empfiehlt sich hier auch, die unterschiedlichen Beispiele mit reinzunehmen. Gut, habe ich das erledigt, habe ich die Grundlage eigentlich schon mal geschaffen und gehe nun in den zweiten Bereich. Jetzt erkläre ich sozusagen dem System, wie es an die wichtigen Daten kommt, die ich auch rausziehen möchte, die ich dann letztendlich als Spalte zum Beispiel in SharePoint zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, ich gehe jetzt wieder durch jedes Dokument durch und markiere dann entsprechend in dem Beispiel das, was als Löschmittel herangezogen werden kann, markiere das entsprechend in jedem einzelnen Dokument oder ich gehe im Endeffekt hin und sage bei den Negativbeispielen, dass auch hier wieder kein Label entsprechend vorhanden ist und ich dieses Dokument als Negativbeispiel hochgeladen habe. Habe ich alle Texte entsprechend durchmarkiert? Habe ich einen zweiten Bereich, das sind die Explanations, das ist das, was wir jetzt links oben sehen. In den Explanations gehe ich jetzt hin und erkläre nochmal, wo die einzelnen Informationen genau zu finden sind und wie die Information aufgebaut ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Beispiel rausziehe des Gefahrenhinweises, nehmen wir mal ein bisschen größer, dann besteht die Zeile, die ich hier rausarbeiten möchte oder die Zeilen, die ich herausarbeiten möchte, aus einer Nummer, die von einem großen H angeführt wird. Danach kommt ein beliebig langer Text und da hinten dran dann entsprechend ein Satzzeichen. Und das ist genau das, was in den Explanations auch festgelegt ist. Das heißt, man macht im Endeffekt Patterns wie H-Nummer und sagt also ein großes H plus 3 Ziffern, sagt dann im Endeffekt den eigentlichen Gefahrenhinweis, das heißt ein beliebig langer Text. Und sagt dann, ein Satzende könnte ein Punkt, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen etc. sein. Mit sogenannten Proximities definiere ich jetzt, wie diese Einzelteile zusammenpassen. Das heißt zum Beispiel, wie groß darf ein Abstand zwischen der H-Nummer und dem Satzende zum Beispiel sein? Wie viel Text darf da zwischendrin liegen, um dann sozusagen noch als Gefahrenhinweis entsprechend definiert zu sein? Habe ich das alles durchgeführt, sieht man auch jetzt wieder, ich habe oben rechts jetzt momentan eine Accuracy von 71%. Das heißt, ich bin schon ganz gut, ich kann das aber entsprechend noch nachschärfen. Das heißt, ich gehe jetzt hin und verändere meine Explanations, um entsprechend einen höheren Wert zu bekommen. Ist das durchgelaufen und habe ich eine quasi 100%ige Trefferquote erreicht, gehe ich auf den nächsten Schritt und teile jetzt dem System mit, auf welche Repository, das heißt, auf welche Dokumentenbibliothek möchte ich das entsprechend anwenden, suche mir im System die Dokumentenbibliothek. Als Ergebnis wird die dann auf der Hauptseite im Content Center auch entsprechend angezeigt. Das heißt, wenn wir das Content Center jetzt anschauen, dann sehen wir, dass wir hier genau die richtigen Schritte haben. Wir haben die Beispieldokumente hinzugefügt. Wir haben entsprechend die Extractors angelegt und wir haben das Ganze entsprechend in Dokumentenbibliothek zugeordnet und können jetzt auf dieser Dokumentenbibliothek anfangen zu arbeiten. Das heißt, wir können Dokumente dort reinbringen und uns das Ergebnis anschauen. Kommen wir nochmal zu unserem eigentlichen Beispiel zurück. Das ist nämlich genau der Fall zu sagen, nur mal als Erinnerung, ich habe einen Gefahrstoff auf dem Hof, im Lager. Dort fängt es an zu brennen, der Gefahrstoff fällt um, also die Tonne fällt um und es läuft irgendwas aus. Ich muss ganz, ganz schnell wissen, wie reagiere ich hier. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe letztendlich, nachdem ich die Regeln definiert habe, einzelne Dokumente in die Dokumentenbibliothek, die ich zugeordnet habe, eingelesen. Und wie man jetzt sieht, wird aufgrund der Regeln, die ich definiert habe, unter Gefahrenhinweise, Löschmittel und SDB sozusagen genau die Information zur Verfügung gestellt. Ich habe die H-Hinweise, also die Gefahrenhinweise rausgezogen. Ich habe das entsprechende Löschmittel rausgezogen. Und ich habe die Notfallrufnummer hinten rausgezogen. Das heißt, der Kollege muss jetzt nicht erst das Dokument ziehen, muss sich durch das Dokument blättern, schauen, wo stehen die richtigen Informationen, sondern guckt letztendlich auf die Bibliothek der Gefahrenhinweise, sucht sich sein entsprechendes
Blatt heraus, Sicherheitsdatenblatt heraus und hat die notwendigen Informationen. Wäre so eine der Möglichkeiten. Aber natürlich, und hier gebe ich an Alexander wieder zurück, haben wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, da noch auf der Bibliothek zu arbeiten, auf der Information zu arbeiten. Genau. Vielen Dank, Markus. Also ich denke, das Beispiel veranschaulicht es ganz gut, auch wenn es jetzt hier relativ einfach gehalten ist. Aber ich denke, jeder kann den Fall ganz gut nachvollziehen. Was jetzt natürlich im Anschluss an allein dieses Auslesen und dieses Herausfinden dieser verschiedenen Informationen steht, ist, dass wir mit den Informationen jetzt natürlich wirklich noch was Weiteres tun. Nicht, dass wir sie jetzt auch schnell schon mal oder deutlich schneller im Zugriff haben, bevor wir jetzt, ich denke, jeder von uns kennt es, über die SharePoint-Suche eingestiegen wären, danach gesucht hätten, dann in dem Dokument das zwar gefunden hätten, aber ich sag mal, auch bei 25 Seiten kommt es dann doch auch zu der einen oder anderen Sekunde, wo man nochmal lesen muss. Und ich denke, das sind genau die entscheidenden Informationen, die man dann am Ende des Tages ja direkt parat haben möchte. Und die hätten wir jetzt hier wirklich schon, ohne dass da jemand einen manuellen Aufwand damit hat. Das heißt, also wir müssen niemanden an der Stelle abstellen, der regelmäßig die Sicherheitsdatenblätter ja aktualisiert, die Informationen aktualisiert, sondern das kommt einfach von den jeweiligen Herstellern wirklich am Ende des Tages nur noch rein bei uns, am besten sogar noch per E-Mail automatisch direkt hier in die Bibliothek hineingeladen zur entsprechenden Aktualisierung. Dann aktualisieren sich eben genau über Syntex diese Informationen hier. Und die können wir natürlich jetzt auch mit allem, was uns beispielsweise jetzt hier die Power-Plattform anbietet, natürlich auch direkt wieder weiterverarbeiten. Sprich, also was jetzt der Idealfall natürlich am Ende des Tages wäre, ist, dass wir die Informationen nicht nur in den SharePoint gebracht haben, dort nochmal weiter verifizieren können, von dort aus auch vielleicht gewisse Nachweise einfach führen können, wenn dann eben die Prüfung ansteht, ob wir mit den aktuellen Sicherheitsdatenblättern auch arbeiten, sondern nein, wir können natürlich jetzt auch über Power Automate oder Power Apps uns hier eine App bauen, die dann wirklich auch sagt, wenn der Kollege auf dem Werksgelände steht, dass man wirklich sagt, okay, was ist denn die aktuelle Position? Kann ich davon ausleiten, welche Gefahrgutpunkte um ihn herum sind? Oder kann er wirklich auch sagen, okay, ich stehe jetzt genau im Hochregallager für, in unserem Beispiel hier, für die Wandfarbe und da brennt es eben gerade, dann kann er darüber eben gleich herausfinden, okay, Wandfarbe an sich ist jetzt nochmal nichts Brennbares, aber nichtsdestotrotz sollte ich mir durchaus überlegen, was links und rechts von der Farbe steht und kann dann hier zum Beispiel in dem Fall auch direkt aus der App heraus einen Notruf absetzen, der dann vielleicht zum Hersteller geht, der aber auch vielleicht beim Kunden jeweils auf den Werkschutz direkt verweist und dem vielleicht sogar noch diese Informationen mitgibt. Also genau dann in die Lücke reinspringen, wo wir Menschen dann wieder so ein bisschen der kritische Faktor sind, wenn man dann die 3W-Fragen des Notrufs nicht beantworten kann, weil man eben gerade relativ stark unter Druck steht, weil der halbe Hof schon, sage ich mal, in Flammen steht. Dann könnte man das eben an der Stelle auch wirklich noch mitgeben, könnte hier die Fragen mit anzeigen. Also man sieht schon, es ist relativ einfach, aus diesen sehr, sehr stark fragmentierten Informationen teilweise schnell Informationen rauszuziehen und die schnell auch wieder in diesen Prozess reinzubringen, um da wirklich auch wieder einen Wert rauszuziehen. Und ich denke, das ist an der Stelle also jetzt wirklich was, wo man sagen kann, ja, da kann ich definitiv einen sehr großen Mehrwert rausziehen. Andere Anwendungsfälle, die jetzt vielleicht dann auch glücklicherweise nicht so dramatisch sein müssen, sind auch bei uns jetzt dann schon im Fokus, wo wir wirklich sagen, okay, wenn wir Richtung einer SharePoint-Migration denken, wenn wir gerade viele Kunden haben, die einfach jetzt auch noch Richtung der Cloud gehen. Früher haben wir dann gesagt, okay, wir haben einen eigenen Block innerhalb unserer Migration, wo wir uns wirklich über den Metadatenprozess Gedanken machen. Das müssen wir so heute auch noch machen, aber deutlich einfacher, denn Sie haben es gerade gesehen, wir können eigentlich viele Metadaten aus solchen Dokumenten herausziehen und gerade, ich sag mal, gewisse Sicherheitsklassen, die dann hinterher raus auch wieder für gewisse Funktionalitäten im 365 oder im Microsoft 365 verwendet werden können, wie Dokumentenklassifizierungen, wie Sicherheitsklassen, wie Freigabeklassen, die lassen sich damit eben sehr schnell, sehr einfach mit wenig Aufwand zusammenziehen. Und das Schöne ist halt an der Stelle, das müssen auch nicht nur wir tun jetzt als Berater, sondern das ist eben jetzt auch was, Sie haben es auf der Oberfläche gesehen, es geht sehr, sehr einfach, es geht sehr, sehr schnell. Vielleicht steigen Sie beim ersten Mal noch nicht mit einer 100%igen Erkennungsrate ein, aber die können Sie ja nach und nach eben weiter verbessern. Und das alles wirklich auf einem Endanwender-Level, wo ich sage, also das ist ja wirklich so einfach, dieses Modell zu trainieren, dieses Modell auch aufzubauen und anzupassen, dass man das also ohne Probleme einfach mal dem Endanwender geben kann und wirklich sagen kann, okay, damit kannst du für deine Abteilung, für deinen Bereich dir die verschiedenen Informationen rausziehen und wirklich auch ganz klar sagen, okay, du möchtest die Daten auch weiterverarbeiten und so machen wir das jetzt eben auch dann in den Migrationsprojekten mit den Kunden zusammen, dass wir sagen, wir definieren mit dir mal ein, zwei Modelle zum Test, damit du es lernst und danach kannst du eigentlich, je nachdem wie und wann du das auch machen möchtest, dir deine Metadaten weiter nach und nach aufbauen mit einem sehr überschaubaren Aufwand eben an der Stelle.
Genau, also wie gesagt, ist für uns nur so ein bisschen der Einstiegspunkt, aber ist also unserer Meinung nach ein sehr, sehr großes und sehr, sehr gutes Mittel, wie gesagt, gerade auf Endanwender-Level, da diesen Einstieg von KI zu erleichtern. Ein paar kleine Hinweise noch an der Stelle, wenn Sie dann schon mal den ersten Einstieg wagen, die nächsten Tage und Wochen dann. Vielleicht haben Sie über die Feiertage ein bisschen Zeit, dann können Sie damit ein bisschen rumspielen. Zum einen ist es so, Sie haben hier auch in dem Bereich Syntax schon die Möglichkeit, sich Richtung von bestehenden Retention Labels aus dem Bereich Security, aus dem Bereich Azure anzubinden. Also auch das ist ein sehr großer Punkt, der bei uns jetzt immer stärker kommt, um da eben auch den Schulterschluss so ein bisschen mit den Kollegen aus dem Security-Bereich zu führen. Also wenn Sie da heute schon stark auf Retention Labels setzen, dann haben Sie da schon eine wunderbare Verknüpfung an der Stelle. Zum anderen ist es so, bei den Kunden, wo Content Types heute schon groß im Einsatz sind, das ist eine zentrale Komponente, auf die eben ja, SharePoint Syntax dann auch aufbaut. Also wenn Sie da schon was haben, dann haben Sie auch einen sehr guten Ansatz, um zu sagen, okay, ich kann meine bestehenden Content Types jetzt heute nicht nur nutzen, um verschiedene Informationen vom Nutzer abzufragen, sondern die jetzt eben auch ganz zielgerichtet auf meinen entsprechenden Anwendungsfall weiter anzureichern und automatisiert anzureichern. Und zum anderen, Entschuldigung, Sie haben es vorhin schon gesehen, ich kann das jetzt auch eben sehr einfach und sehr schnell auch eben wieder für bestehende Dokumente nachklassifizieren. Also auch wenn Sie da jetzt heute feststellen, Mensch, ich habe einen wahnsinnig großen Datenbestand, das geht sehr, sehr schnell. Also die Erkennungsrate ist, ja, je nachdem, wie gut trainiert die ganze Sache ist, sehr gut und wie gesagt, funktioniert auch wahnsinnig schnell an der Stelle. Sie haben einfach oben in der entsprechenden Dokumentenbibliothek oder den Dokumentenbibliothek kennen, muss ja nicht nur eine sein, dann auch gleich den Punkt wieder zu sagen, hey, ich habe es jetzt mal mit ein, zwei ausprobiert und jetzt versuche ich das mal auf meinem großen Datenbestand, den ich heute schon habe. Also auch dann ist das ein sehr, sehr, ja, smoother Sache an der Stelle. Ja, also Sie sehen, SharePoint Syntax ist, wie gesagt, sehr, sehr einfach, finden wir persönlich eine sehr spannende Sache. Hoffentlich geht da in Zukunft noch ein bisschen mehr. Ein paar Dinge begeistern uns auf jeden Fall schon mal, auch ein paar unserer Kunden inzwischen. Und ja, also das, was wirklich der Nutzen, glaube ich, am Ende des Tages ist, das kam hoffentlich auch so ein bisschen raus, ist, dass man wirklich sagen kann, es ist also wirklich sehr, sehr einfach da, den Einstieg in diese KI-Welt zu finden. Ich muss jetzt nicht erst nochmal 3, 4 O'Reilly-Bücher wälzen und erst nochmal mehrere Microsoft-Tutorials durchmachen, damit ich so ein bisschen den Einstieg in diese ja, KI-Welt finde. Ich muss nicht der große Trainingsmodellbauer sein, sondern ich kann da wirklich schnell einfach einsteigen. Und ich habe eben ein wahnsinniges Potenzial, in dem ich sagen kann, okay, jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit, ohne großen manuellen Aufwand die Information aus den Daten, die ich heute schon habe, rauszuziehen und da wirklich auch meine Datenqualität und auch gerade das Thema, was die ja, Metadatenquote angeht, ganz, ganz schnell und sehr einfach oder mit überschaubarem Aufwand zu steigern, was am Ende des Tages ja nur dazu beiträgt, eben dann meine Datenqualität zu erhöhen und eben auch wieder mehr Daten zu schaffen, aus denen ich am Ende des Tages wieder mehr schöpfen kann. Und ich denke, auch mit dem Beispiel, das wir hier gewählt haben, sieht man auch ganz klar, das kann am Ende des Tages auch wirklich sein, dass diese Daten ja, vielleicht wirklich sogar bis dahin gehen, dass sie am Ende des Tages Leben retten, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe da einen gewissen ja, Effekt dahinter, weil ich einfach schneller an die Informationen komme, das schneller zum Nutzer rausbekomme und der damit auch eben schneller was tun kann am Ende des Tages. Also wir sehen da schon einen ganz, ganz, ganz großen Nutzen und fokussieren das dann auf die nächsten Wochen und Monate immer weiter mit unseren Kunden. Also es ist auch so, dass man sagen kann, wenn Sie da heute schon ein Projekt drauf haben oder machen möchten, dann auf jeden Fall ja, einfach mal ansprechen, weil das ist heute wirklich schon eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, dann kommen wir so ein bisschen schon zum Ende der ganzen Geschichte. Unsere Empfehlungen, Sie haben es gesehen, ich habe es auch gerade schon gesagt, es ist wahnsinnig einfach, ja, mit SharePoint Syntax einzusteigen. Auch die 5 Euro ist unserer Meinung nach ein sehr, sehr fairer Preis. Ist an der Stelle, wie gesagt, an die Nutzerlizenzierung gebunden, aber gerade für den Einstieg. Also fangen Sie wirklich mal klein an, nehmen Sie sich so einen Case, wie wir den heute haben, nehmen Sie sich auch mal so einen ja, ganz klar umrissenen Case, wo Sie sagen, Mensch, seit Jahren sitzt da immer eine arme Haut bei uns im Büro und der muss irgendwie regelmäßig immer die ganzen Dokumente updaten. Tun Sie dem vielleicht mal wirklich was Gutes, gehen Sie mit dem sowas mal durch und ich denke, den können Sie dann für sowas auch begeistern, weil das auch, wie gesagt, an deren Stellen ganz, ganz klare Vorteile bietet. Aber wie gesagt, fangen Sie mal klein an, gehen Sie auch durchaus mit Ihren Kollegen da wirklich mal ins Gespräch. Also das Beispiel, was wir heute gewählt haben, kam aus einer Kundensituation. Ich persönlich selbst habe auch mit meiner Frau so eine Situation, die da sehr, sehr dankbar für wäre. Die ist im Anlagenbau tätig. Und da ist auch so, wenn Sie so ein Projekt abschließen, wenn Sie so eine Großanlage ausliefern am Ende des Tages, dann müssen Sie da Dokumentation erstellen, die dann teilweise über 10.000 Seiten sein kann, die aus unterschiedlichsten Dokumenten zusammengesucht wird. Und ich kann Ihnen sagen, da sitzen mehrere Leute, mehrere Wochen allein, um diese Dokumentation aus
zu staffieren. Und das ist ganz häufig nur an ein, zwei Kennzahlen festzumachen und allein damit, was Sie da für einen Speed in die ganze Sache kriegen und dann wiederum die Zeit der Kollegen für was anderes nutzen können, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Also gehen Sie da auch ruhig mal auf die Kollegen aus den Bereichen zu, suchen Sie sich wirklich diese kleinen, feinen Anwendungsfälle und dann finden Sie da auch einen sehr, sehr schnellen Einstieg und kriegen da, glaube ich, auch einen sehr, sehr schnellen Nutzen aus der ganzen Geschichte. Und ja, was so ein bisschen das Motto aus diesem ganzen Bereich KI, Modelltraining ist einfach, ist wirklich, ja, trainieren, trainieren, trainieren. Auch wir haben es festgestellt mit Dokumenten. Wir haben uns ein sehr schönes Beispiel gesucht, aber gerade wenn es dann ein bisschen, ja, heterogener wird von der Daten, Aussagekraft her oder von den Suchbegriffen und den Explanations, dann, ja, müssen Sie einfach auch deutlich mehr trainieren. Aber da werden Sie, wie gesagt, auch gut an die Hand genommen und dann, ja, würde ich vorschlagen, gehen Sie wirklich mal ins Training, nutzen Sie die Zeit vielleicht über Weihnachten wirklich ein bisschen. Das macht wirklich dann am Ende des Tages auch schon ein bisschen Freude, muss ich sagen. wenn man dann wirklich sagen kann, okay, am Ende des Tages kommen da wirklich sehr schnell valide Informationen raus, die Ihnen dann, wie gesagt, für weitere Dinge ja auch einfach helfen können. Ja, dann wären wir an der Stelle auch schon am Ende unseres kleinen Vortrages. Wie gesagt, ich hoffe, es war was für Sie mit dabei. Ich darf mich von meiner Seite aus bedanken. Ich denke, Markus auch. Und dann würden wir in die Fragerunde starten. Ja, also vielen Dank, Markus und Alex, für den Vortrag. Meine Frage wäre, ihr habt ja so ein Showcase gebaut. Wie lange hat denn das gedauert, bis das dann so funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt? Vom wirklichen ersten Einrichten des Ganzen, wenn es mal läuft, ist es wirklich super easy. Also man hat es gesehen, es sind wirklich nur drei Schritte wirklich. Ich muss dem Dokumente geben, ich muss meine Explanations festlegen und dann lasse ich es wirklich mit ständigem Training immer wieder laufen. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Also da komme ich schnell zu Ergebnissen. Es gibt hier und da wirklich ein paar Stolpersteine, weil man sich eben gucken muss, was sind die entsprechenden Phrases. Aber vielleicht will Markus da noch kurz was zu sagen. Aber ich finde, also die Hürde ist schon eigentlich sehr, sehr niedrig für das, was am Ende des Tages da am Potenzial dahinter steht. Vorher war es eine sehr, sehr spannende Erfahrung mal wieder. Wir sind ja gewohnt, dass wir mit relativ frühen immer in die Produkte einsteigen. Das sehr Spannende, was ich erlebt habe auf der ganzen Reise, war, dass ich letztendlich im SharePoint-Support dann auch mal irgendwann gelandet bin, weil ich eine Rückfrage hatte, ein Problem hatte beim Einrichten. Und die Kollegen mir dann sagten, ups, da müssen wir uns erst selber mal schlau machen, weil sie sind der Erste, der sozusagen jetzt hier tatsächlich eine Frage in die Richtung positioniert. Das ist immer die spannende Erfahrung. Aber letztendlich, wenn man das dann hinter sich hat, ist es wirklich sehr, sehr schnell aufgesetzt. Was, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt ist und wo man ein bisschen Zeit investieren sollte, ist dann in die Explanations rein zu gucken, wie kann ich am besten das beschreiben, was ich als Inhalt rausziehen möchte. Da haben wir uns dann auch wirklich dann vorgetastet und sind am Schluss auch bei einer Erkennungsrate von 100% bei unterschiedlichen Dokumenten gelandet. Aber es war so eine Reise von irgendwie mal 50% sind wir, glaube ich, eingestiegen, bis wir dann irgendwann auf 100% fahren. Das war dann auch eine Entwicklung, wo man sagen, insgesamt sind wir an dem Demo-Showcase, würde ich mal sagen, anderthalb Tage, zwei Tage gesessen. Benötigt jeder den P2-Plan für Power Automate? Also Fragezeichen, oder reicht es aus, wenn nur der Modellersteller die Lizenz besitzt? Im Endeffekt läuft das Ganze ja über das Content Center an der Stelle. Insofern ist derjenige, der im Content Center das Training durchführt, dann entsprechend derjenige, der die Lizenzen braucht. Also dann nur der Ersteller? Ja. Also man erstellt einmal mit Power App P2 so ein Modell und alle anderen können das dann ganz normal nutzen. Ja. Was man auch noch ganz kurz vielleicht dazu sagen kann, also man kann das Ganze auch noch über den zweiten Weg angehen, das ist dann mehr so form-based, also das sieht man jetzt dann auch inzwischen in den einzelnen Bereichen, in den Dokus, auch bei der Microsoft jetzt mehr aufpoppen, dass man sagt, okay, man steigt jetzt nicht über den Weg ein, den wir gezeigt haben, der deutlich einfacher und endanwenderfreundlicher ist, sondern man kann jetzt auch über Power Apps quasi einsteigen, kann dort das Modell bauen, kann dann wirklich auf Basis eines Formulars, einer Vorlage das Ganze erstellen, kommen über Power Apps, aber der Weg ist jetzt dann noch ein bisschen advanceder, der ist auch noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas hakeliger, sage ich jetzt mal. Also da ist der Einstieg, den wir heute gezeigt haben, der deutlich einfachere und smoothere. Aber das nur noch als kurzer Hinweis. Also den Weg hätte man auch noch für die Power Automate oder Power Plattform Enthusiasten. Also auch für die gibt es den etwas mehr technikleichteren Weg, sage ich mal. Was habt ihr denn da für Dokumente genommen? Habt ihr die wirklich eingescannt oder waren das so PDFs, die auch Text hatten? Das waren gemischte Dokumente, das heißt, wir sind sowohl, also Sicherheitsdatenblätter liegen allgemein zur Verfügung, kann ich also ganz einfach aus dem Netz auch ziehen. Wir haben bewusst unterschiedliche Dokumententypen genommen, das heißt PDF, Doc-Dokumente, alles, was wir letztendlich gefunden haben.
und auch von unterschiedlichen Herstellern ist genau das Thema, was wir ja vorher adressiert haben, sozusagen, gerne auch unterschiedlichste Dokumentausprägungen nehmen, um dann möglichst gutes Training zu bekommen. Also ich kann mich noch dunkel erinnern, ich habe eine Ausbildung gestartet im Dokumentenmanagement-Bereich und da war OCR-Erkennung und sowas einzuscannen, das war Rocket Science und hat sehr, sehr viel Geld gekostet und jetzt ist es im Endeffekt fast out of the box mit dabei. Kann man das so beschreiben, ja? Also man braucht einfach nur einen hochauflösenden Scanner, der nach SharePoint sendet und dann ist man eigentlich am Start. Ja, cool. Also der Thorsten bedankt sich auch nochmal für den Vortrag und für die Beantwortung der Frage. Einer, der sich auch wahrscheinlich freut, dass er jetzt solche Aufgaben automatisieren kann. Ich danke euch für den Vortrag und für das Ausprobieren. Jawohl, dann sagen wir nochmal vielen Dank, wünschen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und ja, bleiben Sie alle gesund. Das ist, glaube ich, in heutigen Zeiten am meisten wert. Das kann ich mich nur anschließen. Danke.